Die Grundschule im Grünen am Rande von Berlin. Eine Schule, zwei Gebäude, ein Zoo mit Dutzenden von Tieren. Die Knirpsenfarm ist Unterrichtsraum und Lebensart. Zwei Kinder für Lotte Karotte, hinten der Stein. Naturkunde zum Anfassen. Aber nicht nur Haustiere haben die Herzen der Kinder erobert. Vor allem der Leguan, das ist eine Seltenheit, die hat ja nicht jede Schule. Schreiben und Lesen. Oh, Fabi. Traktor. Rechnen und Englisch. This is a pencil, but I say this is glue. Auch das steht natürlich auf dem Stundenplan. Die Klassen 1 bis 3 werden zusammen unterrichtet. Was steht im Fokus der Schule? Dass wir versuchen, allen Schülern in ihrer Besonderheit gerecht zu werden. Die Welt im Kleinen erkunden, um Großes zu erfahren. Die Grundschule im Grünen zeigt, wie es geht.